Fred, es gibt solche und solche Tage. Es gibt die Tage, da läuft es einfach. Und es gibt so Tage wie heute, die sind ein bisschen schwerer als sonst. Erzähl doch mal von deinem Rennen, wie lief es heute? Also erstmal muss ich sagen, ich glaube, es hat von außen vielleicht ein bisschen schlechter ausgeschaut, als die Performance eigentlich war. Erstmal zu den Bedingungen, das war abartig. Also ich bin noch nie in so harten Bedingungen im Wasser geschwommen. Brutale Strömung und Wellen, das hat schon richtig viel Energie gekostet. Beim Radfahren bin ich mega gute Wattwerte gefahren. Ich hab ewig gebraucht oder über eine Stunde gebraucht, bis ich die 30 Sekunden zu Flo zugefahren bin. Aber 30 Sekunden der Welt. Das war echt brutal. Es hat gepasst. Ich muss sagen, es war nicht so kontrolliert wie jetzt St. Pölten oder Weichsee. War vielleicht hinten raus auch ein Fehler, aber so konnte ich halt auch einen guten Vorsprung eben auf die Verfolger rausfahren. Das war dann doch ganz gut. Und dann beim Laufen habe ich am Anfang versucht, mit Flo mitzulaufen. Da ich nicht dachte, dass er so in so einer brutalen Laufform ist. Und habe gehofft, dass er früher hochgeht als ich. Aber er ist gar nicht hochgegangen und ich bin brutal hochgegangen. Ich habe gedacht, die 2 Wochen Lauftraining reichen komplett zu das Rennen, weil ich mich im Training auch richtig gut gefühlt habe. Soll jetzt keine Ausrede sein. Aber ja, bei der Mitteldistanz, bei solchen Bedingungen und dann auch noch bei so einer brutal harten Laufstrecke mit dem Gras und dem Wind, da darf man wirklich absolut keine Schwächen haben. Und dementsprechend konnte ich den 2. Platz da leider auch nicht halten. Und auch herzlichen Glückwunsch an Magnus Tietleff, der da auch natürlich ein brutal starkes Rennen gemacht hat. Und dann der grüne Teufel, den ich mal wieder absolut verfluche. Der hat es mir die letzten 2 Kilometer einfach nochmal richtig schwer gemacht. Ich musste nochmal richtig fighten, um noch den 3. Platz zu halten. Aber ich habe es geschafft und ich habe das Beste rausgeholt, was heute drin war. Und deswegen bin ich happy mit dem 3. Platz. Das war bis jetzt das einfachste Zielinterview ever. Man musste dir gar keine Frage stellen. Du hast alles erzählt, was einen interessiert. Aber es sah zumindest von außen so ein bisschen aus, als hättest du heute mehr gesuffert als bei deinen beiden Siegen zuvor. Absolut. Ja, vielleicht auch. Also habe ich auch schon gesagt, dass ich auch über die Rennen komme. Jetzt 2 Monate Rennpause ist für mich wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen zu viel. Aber in 3 Wochen ist die 73 WM und da heißt es dann, das Ganze einfach besser zu machen. Und da bin ich sehr optimistisch. Das lassen wir so stehen. Das ist alles gesagt. Erhol dich gut. Danke, wir freuen uns auf die 73 WM mit dir. Danke, Jungs.